Und hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, wie ihr es schon seht, wir sind heute am Start in Rock Company. Und wir, ja, spielen heute mal Strikeout. Ne? Ein Video mal schön Strikeout spielen, 3 Runden sind es insgesamt. Mal gucken, ob wir uns heute den Win holen oder halt, naja, wieder mal verlieren vielleicht. Mal gucken, wie die Mates sind, ob sie heute wieder Noobs sind oder nicht. Ich hatte jetzt schon 3 Runden am Stück gehabt, Digga, nach meiner ersten Runde, die ein Win war. Hatte ich 3 Runden jetzt schön mit Vollnoobs, Digga. Das hat sich gegönnt, Alter, wie sonst was. Das Game mir, also wirklich mal. Ey, Digga, das ist irgendwie der größte Abfuck, Digga, wenn du mit Leuten spielst, die halt das Game noch nicht richtig drauf haben, ne? Ja. Das ist halt bitter, aber ich sage mal so, Leute, ich denke mal, wir schaffen diese Runde schon besser. Ich habe mich jetzt eigentlich richtig eingespielt, deswegen habe ich gute Hoffnung, dass wir gute Dinge hier in Sieg holen. Und ja, Leute, noch eine kurze Anmerkung zu Apex. Ihr habt es ja schon gesehen, ich habe ja die Trailer jetzt hochgeladen gehabt, zum allgemein so zu der Thematik, neue Map, ne, neues Gameplay, halt so am Start. Bin ich mal gespannt, wie das wird wirklich, ob die neue Map dann die alte ersetzt, die aktuelle, oder ob die beiden parallel existieren. Ich hoffe mal eher, dass beide parallel existieren werden, weil ich mag einfach die alte Map so mega hart, ne. Digga, aber wäre schön, wenn sie wenigstens die alte Map halt so zurücksetzen, zumindest bis auf als die... Digga, ich weiß gar nicht, hat sich irgendwann mal, der Name wurde erzählt von den Tieren, die da auf einmal dann auf die Insel losgebrecht sind, Alter, wenn die wenigstens dann diesen Map-Status oder so wieder zufügen würden, ne. Utility out. Digga, Mann, Alter, ich häng schon wieder an der scheiß Wand fest. Digga, ich schieß halt gegen die Wand kurz halt. Ist halt Person halt, ne? Oh mein Gott. Nein, doch nicht, Digga. Mach den doch nicht. Ja, komm, Alter. Genau, Alter. Ja, mach ihn platt, finish ihn. Jawohl, Sandwich, Digga, auf Ehre genommen. Oder? Nee, das war kein Sandwich. Schade, leider. Digga, ich wurde jetzt schon im letzten Match, Alter, jedes Mal gesandwiched, ne, von denen. Digga, so schlimm in dem Game hier. Hä, what the fuck, Alter? Was hat der für Waffe, Alter? Das ist ja mehr als ein MP, Digga. Das ist ja eher ein MG. Digga, Alter. Das war ein MG eher. Junge, Digga. Er hat 2 Schüsse pro 100 Millisekunden rausgehauen, Digga. Das war ja nicht mal normal, Alter. Hier ist keiner. Hab ihn. What the fuck, Alter, genau. Er hat vorbeigeworfen. Genau, auf euer Leben, Digga. Auf euer Leben geführt. Digga. Oh mein Gott, ich bin der Letzte. Oh mein Gott. Ich hab das letzte Ticket bekommen. Mann, sei doch mal schnell. Digga, noch mehr Spotting, Alter, für die Gegner kannst du nicht betreiben, ne? What? What, Digga, was hat der denn nur drin, Alter? Digga, die Waffe ist doch nicht normal, ey. Digga, er kann mich die ganze Zeit anhitten, Alter, obwohl ich in der Wand bin, Digga. Also jetzt ernsthaft mal, Digga, da ist dieser Person nicht dran schuld, Alter. Ey, Junge. Ja, toll, Digga. Voll. Geil, Digga. Schön das Game raus, schön das Geld rausgehauen in die falsche Seite, ne? Naja. Aber auch allgemein so, ich werde nochmal, also zu Apex hat jetzt das Thema angeschnitten. Ich werde auf jeden Fall bei Apex noch Gameplay raushauen. Wie gesagt, ich liebe einfach Apex. So an sich, das Gameplay liebe ich schon echt. Also es ist halt, ne, es macht Bock. Ja, genau, alle auf mich, Digga. Ich bin Platin-Trophäe in dem Game. Bitte, hält mich alle. Digga, kannst du echt nur mal so sagen im Teamspeak, Alter, wirklich mal. Weil sie ist wirklich auf dich geil, Alter, wortwörtlich. Digga, schön angehittet. What the fuck, er hat auf einmal Full Life.
Hä, Digga, er regeneriert Leben, Digga. Er macht, Digga, straight Lebensregeneration. Auf einmal, Digga. Ich gebe ihm einen Hit, er hat wieder Full Life. Ich gebe ihm noch einen Hit. Digga, er hat fast immer noch Full Life. Digga, das ist doch Cheating oder so. Digga, die Fähigkeit kenne ich nicht. Die Fähigkeit kenne ich nicht, ganz ehrlich, ey. Oh mein Gott. Haha. Oh mein Gott, er hat sich fast selber gekillt. Oh, Digga, die Headshots zählen ja als Headshots. Mann! Digga, ich finde also wirklich, Alter, wenn der an der Schulter getroffen werde, sollte es trotzdem als Headshot zählen, Alter, Digga. Wie war das im Battlefield? Bei Schulter und Hals zählt es als Headshot. Schulter nur in Richtung Hals. Um Hals drumherum. So zählt das als Headshot. Ja. So ist es im Battlefield. Sollte die in jedem Game einbauen, finde ich. Komm. Jawohl, hat er. Toll gemacht, Digga. Du bist so schlau. Junge. What the? Jawohl, Alter, der erste Kill, Alter. Der erste tot. Oh mein Gott, jetzt haben sie mich aus dem Konzept gebracht. Ja, ihr Healers, was down. Ja. Gun Game. Da ist er, ja. Ich hab ihn, Alter. Ich hab ihn genockt, Digga. Auf Ehre, Win geholt. Schieß, Leute, Alter. Ey, die erste Runde, Digga. Digga, die erste Runde hat 10 Minuten gemacht, richtig. Ja, bis wir sie gehabt haben, ne? Oh, Junge. Digga, schieß. Alter, haben wir abgeräumt, ne? Boah, Digga, ich muss sagen, die Waffe ist also mehr als OP, Digga. Aua, Digga, die ist mehr als OP. Mehr als OP nur, Digga. So, jetzt machen wir aber hier ein Windloch raus, Alter. Kommt, Leute, wir haben jetzt so gut geholt. Das kriegen wir hin. Also, die fangen jetzt richtig irrenlos an. Ja, jetzt haben wir auch einen guten Schalldämpfer. Jetzt hören die uns nicht mehr so gut. Ja. Wäre das Spotting nicht so, wäre das Spotting halt noch ein bisschen besser, sag ich mal, wäre es noch geiler. Enemy spotted. Digga, ich hab grad schon Schiss, Alter. Digga, dass es die Gegner sind. Er hat's weit geworfen, Puh. Puh, 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 Puh. What the fuck? Digga, ich weiß nicht, Digga, es hat doch nur der eine Typ die Fähigkeit, hä? Warum aber jetzt doppelt die Fähigkeit? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das hat mich halt gerade durcheinander gebracht. Obwohl, es könnte auch sein, dass das Messer war von ihr. Ja, kann auch sein. Da ist einer. Ich knocke ihr ganzes Team halt nach und nach. So, da ist Janne jetzt weg ist, können wir durch. Enemy spotted. Lethal out. This is what I do. I needed that. We have 5 lives left. Digga, die Waffe ist so doof, Alter, mit ihrem Einzelschuss. Da ist einer, mach ihn. Jawohl, er hat ihn. Komm her, bitte. Digga, er hielt mich nicht, Alter. Anti-Mate.
Na gut, ich kann ihn verstehen, das ist ein Gegner gerade. Aber er müsste eigentlich knocken, Digga. So schlecht darf er gar nicht spielen. Aber er wurde genockt. Von wo? Da, da. Oh Gott. Digga, es ist jedes Mal dasselbe, ne? Die Steuerung im Game funktioniert jedes Mal nicht, Digga. Ich drück jedes Mal verdammt noch eins den Controller rein, Digga. Ich drück jedes Mal verdammt noch eins Knien rein. Er kniet jedes Mal nicht, Digga. Ich könnte ausrasten. So, jetzt habe ich nur einen live. Das ist perfekt. Jawohl, Digga, jetzt geht's los. Der darf hier nicht respawnen, der darf hier nicht respawnen. Ja, es ist jedes Mal dasselbe, Digga. Er reagiert aufs Jumpen nicht und er reagiert auf das nicht. Und dann sind die Aimbots, Alter, die einprogrammiert wurden, so ekelhaft schlimm programmiert, Digga, dass sie wirklich dich im Sprung im Überall holen, Digga. Das ist nicht normal, der Aimbot, Alter. Das ist nicht normal, Aimbot mehr, Digga. Das kannst du nicht erzählen, Digga. Das wäre ja, Alter, wie vor 50 Jahren, Alter. Vor 50 Jahren gefühlt, genau. Digga, nee, wie vor 5 Jahren, Alter, bei Battlefront 1, ne, Digga. Wo dich wirklich mit weggeholt haben, alle... wirklich alle mit Autokill und Aimbot weggeholt haben, ne. Digga, Design programmiert, ey. Digga, boah, schlimm, Alter, wenn man die Zeit zurückdenkt, ne. Nur es ist gerade schon wieder so schlimm in dem Game hier. Deswegen, Alter, oh, Schmutz, Digga. Sowas darf nicht in einem heutigen Game eigentlich drin sein mehr, wirklich, ey. So ein kleiner Aimbot, Alter, für sowas wie Star Wars Squadrons oder so, ich gerne doch, Alter, aber bei so Games hier, Digga, bitte nicht, Alter. Das ist echt Cheating, Alter. Pures Cheating, Alter, für Vollnoobs, Mann. Wirklich, ey. Pures Cheating, einfach nur. Pure Unfairness, sagen wir mal so, ne? Hör doch auf, Junge, Alter! Mann, ey! Utility out. You okay? Hä, warum sagt der das jetzt? Der Spruch war doch nie. Ah, er hat die Dinger auch noch geworfen, Alter. Lol, hab ich gar nicht gesehen. Sie ist kein Gegner. Na, mein Mate hat ihn noch genockt. Er hat nicht gezielt, Digga. Läuft, geiles Game. Digga, das ist so jämmerlich, Alter. Wirklich, du kannst nicht schneller schießen, ne? Digga, das ist so fucking langsam. Programmiert der bei der Waffe, ey. Digga, das ist so jämmerlich, das Game, Alter. Du schießt gegen eine fucking Brunnen, Alter. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich schießt du gegen einen scheiß Brunnen. Mann, Digga. Oh. Wahrscheinlich schießt du wirklich gegen den Kack Brunnen, Alter. Wirklich mal. Utility out. 45 seconds remaining. Time is running out. Digga, ich höre 8 Gegner, Alter, gefühlt um mich rum, ne? Digga, das ist nicht normal, Alter. Wie schlimm, ey. Digga, das ist nicht normal, ne? Digga, ich höre 8 Gegner um mich rum. Digga, das ist doch nicht normal. Ich höre überall Schritte, Digga. Überall. Kannst vergessen, ey. Kannst vergessen, Leute. War klar, dass es Niederlage wird. War klar. Von Anfang an, Digga. War klar, du. Mundo. War einfach klar, Digga. Wieder Teammates, Digga. Haben Tickets verballert ohne Ende, Digga.
Du hast keinen einzigen Kill gekriegt, weil die Waffe kack programmiert ist wieder. Digga, das war einfach Deluxe, Alter. Das wieder, Digga. So ein Deluxe-Game, Digga, mit Aimbot und Pipapo. Aber ich will jetzt wissen, Digga, ob Aimbot hier, ob man den ausstellen kann oder irgendwas. Ich habe noch nie was hier mit Aimbot gelesen im Game, aber naja. Aber mir ist ganz klar, dass hier ein Aimbot drin ist. Ja, das merke ich selber, wie die Waffe nachzieht hinter dem Gegner her. Steuerung. Automatisch sprinten, alles Müll. Bla 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 bla. Bremsieren, Todeszone, alles Müll. Obwohl man sagen müsste eigentlich, die Todeszone müsste kleiner sein. So viel. Das Visier. Bewegungssensor, Bewegungsmodus. Was soll das bringen, Digga? Fragezeichen. Über die Option kann eingestellt werden, ob beim Zielen der Bewegungssensor verwendet wird. Ja, was ist jetzt der Bewegungssensor, Digga? Ich verstehe es nicht. Digga, ich verstehe es nicht. Ich stehe hier auf dem Schlauch. Das ist schon das Letzte. Läuft. Ja, also, Aimbot gibt es an sich keine Einstellung. Das heißt, es ist so direkt eingestellt. Weil zum Beispiel bei oh, welches war es? Star Wars Battlefront 2, da kann man das einstellen, ob man den Aimbot richtig vollballert haben will, also richtig, dass er mitnimmt, oder halt, dass du halt nur solo so spielst, ne? Das kannst du halt einstellen. Ich glaube, ich hatte den ganz hoch geballert, weil ich einfach viel zu faul bin, da immer nachzuziehen an dem Gegner her. Deswegen. Und ich ziel sowieso immer schon vor Gegner halt, ne? So quasi, du schätzt direkt raus, du rechnest dir so im Kopf aus. Ah, genau, da muss der Schuss hin, da geht der Schuss hin, wenn du vor den so zielst, ne? Also dieses typische Standard-Vorausdenken, ne? Ja. Aber wie gesagt, Leute, das war die Runde. War gar natürlich klar, wie gesagt, schon seit Matchpoint, Digga, dass es so eine Niederlage sein wird, weil die Mates einfach wieder nicht mitgezogen haben, gefühlt. Aber ich selber, Digga, konnte einfach nicht mitziehen. Die Waffe, Digga, gefühlt eine Sekunde braucht die, um den nächsten Schuss abzugeben. Eine Sekunde. Naja. Auf jeden Fall rein, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Livestream. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit Rogue Company. Hoffentlich läuft es bei euch besser und hoffentlich habt ihr nicht so viele Probleme mit allgemein den Gegnern und Mates. Naja, bis dahin haut rein, viel Spaß und ciao. Und nicht vergessen, Leute, noch eine kurze Anmerkung. Ich hatte in den letzten, hinter den letzten Rogue Company Gameplays immer so kurzen Teaser für, oder kurze Erinnerungen so quasi, kann ich dann sagen, eigentlich an Cyberpunk 2077 gemacht. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das Game wurde nochmals verschoben um 3 Wochen auf den, wenn ich mich recht entsinne, war es der 10., genau, der 10. Dezember. Das ist auch ein Donnerstag. Und ja, wie gesagt, wurde auf den 10. Dezember verschoben, jetzt 3 Wochen, bis es dann richtig losgeht. Ja, bin ich mal gespannt, ne, was so draus wird. Und ja, werden wir auf jeden Fall hier auch spielen, zocken. Also würde ich sagen, freut euch schon mal drauf. Bis dahin, haut rein. Viel Spaß und ciao. Ach ja, und noch so eine kleine Anmerkung. Falls ihr auf Cyberpunk mega gehypt seid und mega drauf freut, das muss ich jetzt raushauen, könnt ihr euch, zwar ist der Anime momentan im Streaming bei Aniverse. Ja, wir alle wissen ja. Universe, ne? Digga, auf jeden Fall. Aber mein Geheimtipp, Akudama Drive, Leute, ist ein echt geiler Anime, der so im Cyberpunk-Zeitalter spielt, der wirklich modern ist, der sich mit Gangstern beschäftigt und so, mit den, sagen wir mal, größten Gangstern so. Und momentan ist in der heißen Phase. Diese Woche wird richtig geil am Donnerstag. Leute, ich bin mega hyped. Und wie gesagt, mein Geheimtipp, dieser Anime Akudama Drive, für alle Leute, die auf Cyberpunk gehypt sind, einfach nur der Geheimtipp Nummer 1 in diesen Sachen. Ja, jetzt will ich nicht mehr strecken, Leute. Haut rein, viel Spaß und ciao. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, and it keeps you going. City of dreams, and I'm a big dreamer.